machst du denn jetzt? Es stieg halt so richtig die innere Panik in mir auf, von wegen, ja, ich muss doch jetzt irgendwas machen. Ich kann jetzt einfach untätig bleiben. Bin dann einfach mit mir allein letzten Endes und verfolge einfach mal, was passiert denn dann? Was kommt denn dann für Gedanken? Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Habit Rabbit, eurem Kanal für veganes Leben. Ich bin Thomas und heute geht es darum, was bei mir die letzten 6 Wochen alles passiert ist, wie die Corona-Krise zu einer eigenen persönlichen Krise in gewisser Weise geführt hat und wie ich jetzt dabei bin, wieder hier auf dem aufsteigenden Ast rauszukommen und ja, warum es letztlich hier 4 Wochen keine Videos gab. Wo stand ich zu Beginn der Corona-Krise, vor 6 Wochen? Da war es so, dass ich noch 2 Wochen vor mir hatte, wo ich arbeiten musste. Also ich bin ja zum Ende März ausgeschieden aus meinem Festanstellungsjob und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Und in der Woche, wo Corona losging, da war es ja so, dass noch ich mitten dabei war, mein Seminar zu planen, was Ende April stattfinden sollte. Und war da mitten voll fokussiert darauf und dann war es halt einfach so, okay, es darf halt einfach nicht mehr stattfinden. Es ist alles abgesagt, alle Veranstaltungen sind abgesagt, jetzt bis Ende August. Und alles, was geplant war, ist auf einmal vollkommen egal gewesen. Und dann war halt so die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Ich meine, ich gehe gerade aus dem Job raus, habe keine Festanstellung und mehr dann und habe kein Einkommen. Mein Seminar, was meine Einkommensquelle dann im ersten Moment gewesen wäre, ist weggefallen. Und was mache ich denn jetzt? Es stieg halt so richtig die innere Panik in mir auf, von wegen, ja, ich muss doch jetzt irgendwas machen. Ich kann jetzt einfach untätig bleiben. Und hatte dann auch direkt so neue Ideen. Okay, ich könnte das machen. Und nee, aber Feedback war jetzt nicht so toll. Okay, dann mache ich das. Okay, ja, nee, auch nicht so geil. Und es ist wie, als wenn ich irgendwie immer gegen eine Tür gerannt bin, wo Fett draufsteht, ziehen, ich aber die ganze Zeit gedrückt habe und einfach quasi wie, als wenn ich hätte nur einen Schritt zurückgehen müssen. Und dieses Gefühl loszuwerden, immer weiterzumachen, schneller, weiter, höher und unbedingt sofort was umsetzen zu müssen, das abzulegen, dieses Gefühl, das hat echt einige Wochen gedauert. Und in der Zeit war ich halt wirklich teilweise tagelang im Schlafanzug, habe mir tagelang Sachen nur auf YouTube reingezogen, irgendwelches Zeug. Und war vollkommen von den kleinsten Sachen teilweise überfordert. Also irgendwie überfordert, YouTube-Videos zu machen, das ist ja schon ein bisschen größeres Ding ist, aber oder überfordert, auf Social Media, auf Instagram zu bedienen und bis auf kleine Sachen. Und was ich so vorher halt in der ganzen Zeit nicht kannte und immer dieses Gefühl, ja, ich muss doch jetzt was machen. Und ja, was hat mir da geholfen? Das Größte war wirklich loszulassen. Also loszulassen von dem inneren Zwang, jetzt Geld zu verdienen. Also ich muss jetzt Geld verdienen und dann funktioniert es aber halt auch nicht. Oder ich habe die glückliche Lage, dass wir durch meine Frau halt jetzt so über die Runden kommen mit einem Gehalt, dass wir jetzt nicht direkt existenzbedrohend sind. Aber das ist halt dieser Zwang, Geld zu verdienen, war sofort irgendwo da. Und was mich schon irgendwo erschreckt hat dann auch wieder. Und es war der Zwang da, Social Media bedienen zu müssen. Es war der Zwang da, oh, ich muss noch meine Webseitentexte überarbeiten, damit es da weitergehen kann. Und es hat sich aber alles überhaupt nicht gut angefühlt und es hat mich ja viel mehr belastet irgendwo. Und das war wirklich so diese Phase vor so Ende März, Anfang April. Und wie bin ich da wieder rausgekommen? Das waren mehrere Faktoren, die da zusammengespielt haben. Und ja, ich bin auch in dem Prozess drin, würde ich sagen. Und ein wichtiger Faktor war wirklich das Umfeld und der Austausch mit Familien und Freunden. Und das ist halt einfach so ein Ding, wenn du Leute hast, die in einer ähnlichen Situation sind oder schon mal waren oder auch ein Business haben und da jetzt gerade komplette Einkommensverlust haben, sich mit denen auszutauschen, das ist echt Gold wert. Und da bin ich so froh, dass ich in einer Mastermind hier in Frankfurt bin, wo wir uns jetzt online immer treffen, dass ich mich mit meinem besten Freund Olli so regelmäßig austauschen kann und all solche Sachen. Oder auch alleine mit meiner Frau halt im täglichen Gespräch einfach wir da im Austausch sind. Also mit so vielen lieben Menschen da im Netzwerk haben. Und da halt auch über verschiedene Kurse, die jetzt begonnen haben, die ich schon länger gebucht hatte, da halt auch nochmal in den stärkeren Austausch gekommen bin. Und dann lese ich jetzt wieder.
Also ich habe ganze Monate vorher kaum gelesen, weil es einfach immer hinten runtergefallen ist, weil es immer in so einem schnellen Modus war. Ich nehme mir jetzt täglich eine halbe bis Stunde Zeit für Spaziergänge. Ich mache jetzt endlich mal seit 3 Wochen regelmäßig meinen Sport, meine Trainingsroutine hier zu Hause. Und das Entscheidende war aber letztlich, würde ich sagen, dass ich mit wirklich einer konsequenten Routine angefangen habe mit Meditation und Stille. Also ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr unter der Dusche steht, die 3, 5 Minuten, wie lange auch immer, da kommen einem immer die besten Einfälle, weil es einfach nur, man lässt sich so vom Wasser irgendwo berieseln und man ist einfach so einfach mit sich allein. Und das ist halt auch in der Stille der Fall. Und also ich mache jetzt wirklich immer morgens halbe Stunde Noise-Canceling-Kopfhörer auf die Ohren, dass ich keine Umgebungsgeräusche habe und bin dann einfach mit mir allein letzten Endes und verfolge einfach mal, was passiert denn dann? Was kommt denn dann für Gedanken? Und spinne auch mal ein paar Gedanken vielleicht weiter, aber ich beobachte einfach ohne Zwang aber letzten Endes. Und das ist super spannend, was sich daraus entwickelt, weil man dann halt einfach wieder mal diesen Schritt, wenn man vor der verschlossenen Tür steht, wieder zurückgeht damit. Und das ist ja für mich ein großes Learning gewesen. Und das hat dazu geführt, in diese Ruhe reinzukommen und nicht dieses immer, ich muss jetzt was machen. Und so kommt jetzt halt allmählich die Energie zurück und ich finde halt, oder es entwickelt sich halt auch direkt wieder was. Also ich habe diesen Zwang jetzt verloren, was machen zu müssen. Und jetzt passiert auf einmal wieder was. Das ist halt schon bemerkenswert. Also es kommen Ideen wieder für Videos. Ich merke, okay, wo liegt denn meine Leidenschaft für welche Videos? Und also ich habe jetzt heute alleine 2 E-Mails gekriegt, die schon sehr vielversprechend sind. Ich habe morgen einen Videodreh mit einer bei mir aus der Mastermind, die auf mich zugekommen ist. Hier können wir meine Videos für den Online-Kurs neu drehen. Solche Sachen. Und das alles fühlt sich jetzt wirklich natürlich und im Fluss an. Ich habe noch keinen Plan, was ich nächste Woche genau mache oder in 2, 3 Wochen. Aber es wird sich schon entwickeln und kommt dieses Urvertrauen zurück, was ich auch schon im anderen Video mal erwähnt hatte. Wirklich halt, dass es sich einfach entwickeln wird und das Ganze aber halt ohne diese Scheuklappen mit einem krassen Ziel vor Augen. Also jetzt mit einem zu eng getakteten Ziel, sondern einfach seinen Weg mal, seinen Blick wieder aufzumachen. Und das sind wirklich so die 3 Learnings, ne? Das Umfeld, die inneren und äußeren Zwänge ablegen und in die Stille zu gehen. Also das hat mir sehr geholfen und vielleicht hilft es euch ja auch. Und ja, wenn wir haben uns ja jetzt auch lange nicht gesehen, beziehungsweise in den Kommentaren schreiben können. Und ich würde es echt mal, oder ich fände es schön, wenn ihr mal unten teilt in den Kommentaren, wie es euch jetzt ergangen ist in den letzten Wochen und wie ihr die ganze Situation so erlebt habt und ob ihr vielleicht was Ähnliches durchgemacht habt. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns austauschen können und vielleicht gegenseitig irgendwie unterstützen können. Ja, das würde mich sehr freuen. Ich gucke, dass ich wieder regelmäßiger jetzt Videos mache, also im 1-2-Wochen-Rhythmus schätze ich mal. Mal sehen, wie es sich dann wirklich natürlich anfühlt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao.